Und wir starten mit Prismatic Finale rein. Ich bin super neu im Game, ne, deswegen gerne Tipps in den Chat rein. Wenn ihr irgendwas wisst. Das letzte Argument wird ein Prismatic Argument. Okay. Und wir haben eine Nomsi. Eine Nomsi. Ich glaube, es sind Damen, ne? Nomsi? Mordekaiser und ein Hevey. Mordehevey sind zwei Dreier-Jungs. Eigentlich beide gut, ne? Und wir haben. Nee, der ist kein Blaster. War der nicht mal Blaster? Nee, guck mal, ist Blaster. Blaster Hunter. Hm, ich meine, wir können erstmal Eldritch spielen. Können wir erstmal machen, vielleicht. Eldritch. Ich meine, Blaster ist auch solide. Blaster Frost. Vielleicht droppt er ein bisschen Gold. Nehmen wir das mal mit. Ein guter Hit. Unshroud. Not bad. Ich hatte gerade kurz sehr hohen Ping. Oh, warte, ich muss das hier nochmal clearen. Wir machen erstmal so. Der ist Shapeshifter, genau. Und der ist Blaster. Ich würde erstmal so bleiben, glaube ich. Ich glaube, Eldritch ist wirklich nicht gut. Aber ich werde trotzdem eine Runde spielen, wenn wir jetzt viele Units bekommen, sage ich mal. Und mit der Shapeshifter nehmen wir noch mit. Okay, wir haben da drinnen eine Thief's Glove. Each round gain a one target of the first time you killed Last Combat. Hä? Ich habe Last Combat keinen getötet. Ich habe letzte Runde keinen getötet. Wie funktioniert das dann? Sollen wir das mal mitnehmen, ausprobieren? Ich habe keinen getötet. Also, was gibt er mir jetzt? Die Frage. Jede Runde gain a one-star copy of the first champion killed last combat. Ah. Oh nein, jetzt habe ich es verstanden, Leute. Ich bekomme nicht jede Runde eine neue Unit. Sondern wenn ich jetzt jemanden töte, kriege ich davon eine Unit. Das heißt, ich töte jetzt seine Nico und bekomme eine Nico. Oder? Ah. Na gut. Ich hoffe, wir töten die Nico. Ist, glaube ich, in Ordnung. Dann haben wir jetzt gleich Shapeshifter. Ja. Jetzt habe ich es gecheckt. Alles klar. Ich dachte, ich krieg immer eine Unit von der Unit, die ich ja letztens getötet, immer die gleiche. Da ich jetzt jede Runde den Nico bekomme. Nico ist, glaube ich, Witch, oder? Dann wäre die Poppy mal noch mit. Und dann können wir nämlich Jace rausführen und haben Shapeshifter Nico. Das, glaube ich, ein bisschen besser ist. Und immer noch den Lümmel hier rumstehen, na den Vay. Genau, jetzt haben wir nämlich die Dame. Und dann machen wir mal so. Wir haben die Items sind nicht so geil, ne? Was haben wir hier? Warte, ich muss einmal eine Option wieder ausstellen. Ich hatte einmal. Es gibt nämlich eine Option, dass ich mit linker Maustaste direkt Damage. Mach aber, ich glaube, das kann ich nur in League ausstellen. Schau mal, hier ist rot, hier ist grün. Und wenn ich jetzt auf jemanden raufklicke, dann bleibt das Fenster da. Ist ein bisschen weird. Und jetzt töte ich Shyvana und bekomme dann Shyvana. Cool, habe ich vier Shapeshifter, wenn ich Shyvana töte. Nice, Shyvana haben wir. Hier Shapeshifter. Oh, der Mord ist böse mit dem Ding. Aber ich meine, mein Ding hier lebt noch. Ne? Ich glaube, das gewinnen wir wieder. Und dann können wir vielleicht weggehen von Multistriker. Ne, warte, ich habe Morde getötet. Der wurde aber wiederbelebt. Wir könnten theoretisch so machen. Sehr teuer, aber wir machen es mal. Dann gehen wir Shapeshifter. Gibt es irgendwas mit Blaster? Warte, wieso haben wir den noch drin dann? Ich meine, der kann noch raus dann, ne?
Irgendwas mit Blaster. Weil wir haben ja noch den Lümmel hier. Den ich eigentlich ziemlich cool finde. Ich meine, der Smolder würde gehen. Aber dann fehlt wiederum der Nomsen. Aber ich glaube, Vierer Shapeshifter ist gerade relativ stark. Hier haben wir 6 Gold. Das wird nicht reichen für 10. Aber natürlich habe ich mir ein ganzes Gold rausgehauen. Ne? Also wir sind stark, aber wir haben keine Economy. Dementsprechend nicht so gut. Shapeshifter. Okay, das baut sich mit einem Gürtel und einer Bratpfanne. Das ist ein Mage. Weg, was wir für ein Item nehmen würden. Ein Stab, I guess. Dann was wir hier für Items haben. Shojin. Okay, Crit würde er nehmen, tatsächlich. Multistriker. Da würde ich den, glaube ich, rausnehmen und dafür Way rein. Und wie gesagt, das ist super nervig, weil ich kann das mit dem Attack gerade nicht ausstellen. Das kann man, glaube ich, nur in-game machen. Also in League of Legends. Da gibt es dann irgendwie die Option Move Attack immer auf einen linker Cooldown. Keybind. Prediction. Geht leider nicht. Hier haben wir einen Eden Shroud, den lassen wir mal liegen. Oh, der hat gerade noch einen Blooddurster gebaut. Aber Hivei hat gekrittet. Sehr gut. Hier haben wir wie viel Gold? Eine ganze Menge, ne? Cool, Windstreak bleibt da. Sehr, sehr schön. Wir behalten unsere Windstreak. Oh, Preserve würde ich mitnehmen. Eine Poppy haben wir gekriegt, aber wirklich cool. Geleveln lohnt sich nicht gerade. Witch. Witchcraft Shapeshifter. Hat das irgendwie Sinn? Oder Warrior vielleicht? Warrior Shapeshifter? Warrior Witchcraft Shapeshifter. Wir gehen auf 30 Gold. Wir bleiben einfach so. Das wird schon. Hm. Der Gegner ist Portal. Aber er ist Level 4, ich bin Level 5. Also rein theoretisch sollten wir das gewinnen, ne? Außer sein Portal dreht richtig durch. Na, schon eine Weile. Hallo, Kessel Buntes. Ich wäre ja nie wirklich weg. Ich habe nur andere Sachen gemacht. Ne? Je nachdem, wie die Zeit es hergibt. Also Präsenz hatte ich immer. Leute, wir haben das fast verloren. Der war ein Vierer. Und wir bekommen eine Shyvana. Hm. Wir haben diese Lümmel drin. Ich glaube, den würde ich rauskicken. Für eventuell Warrior. Was gibt mir das denn für Warrior? Na, nichts. Es gibt nur Max-HP, ne? Also, sie sind eine gute Frontline, das war's auch irgendwie. Noch ein Crit-Item. Ein Bogen. Last Whisper. Ein Ruans. Red Buff. Ein Red Buff wäre okay, oder? Quicksilver Guardbreaker. Ich bleib mal so, wie wir gerade sind. Level 5. Shapeshifter. Sugarcropped. Ja,
Ja, das nervt ein bisschen mit dem Attack-Button hier. Den muss ich wieder umstellen. Es gibt immer noch diese ganzen Leak-Keybinds hier drin. Ah, der hat eine starke Soraka. Oh ja, die ist sehr, sehr stark. Ich habe irgendwie nicht eine Unit down bekommen. Autschie. Leute, seit wann ist Soraka so stark? Holy moly. Jetzt will ich auch eine Soraka haben. So, wir sind nicht mehr erster Platz. Wir haben sehr viel AP verloren gerade. Okay. Gain a Sentinel. What's a Forge? Finde ich eigentlich lustig, das Ding. Das ist auch ganz gut für Shapeshifter, ne? Invested. Warte mal. 26 Gold. Start of every round. Gain one shop hero. Wie viele Items habe ich denn? Nehmen wir What's a Forge mit. Heilcrusher. Horizon Focus. Haben wir irgendeinen Stun? Aber das ist ganz lustig, weil die Nico wird damit richtig tanky. Eine Menge Heilung, eine Menge HP. Frage ist, was denn noch mitnehmen? Mein Fischborn wäre ganz lustig, glaube ich. Mana Zane, Fischborn. Lass uns mal Fischborn nehmen. Shyvana 2, sehr gut. Okay, jetzt haben wir Fischborn. Was ist, wenn wir den Lümmel auf Zillion legen? Ich habe ja... Doch, warte mal. Der Stun ist für Zillion gut. Okay, wir gehen auf jeden Fall Shapeshifter 6 dann. Huch, kommt der her. Also wir gehen Shapeshifter 6. Mit Preserver. Lustig, dass immer so ein Auto-Tag nach hinten schießt. In die Backline rein. Sehr gute Bombe. Das wollen wir nämlich sehen hier. So eine Bombe in die Backline tut richtig weh. Ne? Und dann müssen wir Nico auf 3 machen. Ich glaube, Nico ist richtig broken. Und dieses Ding mit dem Stun ist auf Zillion auch ziemlich gut. Weil der stunt ja mit seiner Bombe. Mit der hier. Da machen wir Horizon Focus mit drauf. Und dann wollen wir Preserver spielen. Ich meine, da ist ein Swain. Okay, dann nehmen wir irgendeine blaue Unit. Und das nächste Argument wissen wir ist auch Prismatic. Das kann auch sehr, sehr gut werden. So, noch was broken, bitte. Wit's End. Attack Steal, Magic Damage. Aber auf wen will das, soll das rauf? Ist die Frage. Auf wen kommt das Ding rauf? Preserver Witchcraft, ne? Shapeshifter 6. Dann gehen wir nur Shapeshifter 4, würde ich sagen. Und dafür noch die Hexe mit. Guck mal, das war insane. Vor allem diese Bombe macht ja so viel Damage noch. Schaut. Bam. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch Preserver und... I don't know. Aber das ist dumm mit dem Zillion. Das ist ja so dumm. Das ist ja so bescheuert.
Ich frage mich, ob wir Wits End mitnehmen, weil ich meine, es gibt Attack Speed, ne? Aber lohnt das auf dem Lümmel? Auf dem Silien ist die Frage. Ein Voidling? Also den machen wir auf 2, den Kollegen. Den machen wir auf 2. Ne, Jace kann raus später. Obwohl, Jace ist Bordel, ne? Ja, brauchen wir nicht. Der kann später raus. Für Nasus und Briar. Lol, wie der immer die Backline wirft. Der Zillion. Er ist ja so bescheuert. Und ich denke, Preserver wird sehr wichtig sein. Vielleicht gehen wir dann doch lieber... Ja, doch 4 Shapeshifter mit Preserver mehr. Mal sehen. Ich meine, da wäre noch ein Preserver, ne? Ich meine, das ist es auf jeden Fall wert. Da machen wir den jetzt raus. Hm, die lassen wir auf 2, würde ich sagen. Und dann versuche ich jetzt irgendwie Zillion 3 zu bekommen. So, noch ein gutes Item bitte. Ascension Talisman. Gute Nacht. Das Ding ist, wäre das nicht sogar auf dem gut? Ne, der wird kein Stun. Nee. Ich hau ihn jetzt auf Zillion rauf. Was soll's? Bestchen. Shyvana. Zillion. Also wenn sie lange genug überlebt, ist die broken. Die Dame hier. Stand das eine Arena? Ja. Guck mal, wie broken die ist. 14.000 AP hat die. 14.000, Leute. Du siehst gar nicht mehr die AP-Leiste, weil die so viel AP hat. Gute Nacht. Und du siehst es gar nicht mehr. Nein, die ist einfach durchgehend die AP-Leiste. Okay. Radiant Item. Infinity Force. Omana Zane und Sonjas Paradox. Ich nehme das hier. Oder Rascal Gloves. Na, wir nehmen Call to Chaos. Mal gucken. Bin ich dumm? Ah, ich habe ein Locket Training Dummy bekommen. Ich dachte gerade, ich habe einen Galio bekommen davon. Ich dachte gerade echt, ich habe einen Galio gekriegt. Kalista. Ich muss leider jetzt gerade rollen, ne, für... Okay, kann es sein, dass sehr viele Leute Dings haben? Zillion? Nee, ich sehe keinen Zillion. Ist aber ganz cool. Ich meine, das Ding ist solide. Ein doppelt Locket. Für 20 Sekunden, was halt sehr lange ist für den Nico. 20 Sekunden, danach hat sie nämlich Ascension Gem. Also Locket war eine gute Sache, dass wir sie gucken. Guck mal, die ist unsterblich schon. Und jetzt wird sie groß nämlich, die Dame. Bam. Und der Silvia hat die Backline gewone-shottet. Gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Random Emblem. Nee, nee, nee. Machen wir nicht.
Finden wir noch Zillions? Da ist noch einer. Ja, Component Anvil bedeutet, ich krieg ein weiteres Item. Moment. Shyvana 3. Nicht gesucht, aber Zillion haben wir nicht gefunden. Ah, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen an Gold kommen, ne? Das Problem ist, ich kann hier nicht die anderen Units mit ranstellen. Weil die muss ja alleine stehen. Diese Bombe von Zillion ist so toxisch. Guck mal, wo die hingeworfen hat. Auf die Backline. Das ist so ein toxisch Stück. Der Lümmel, ey. Und der Dead. Das Ding ist halt irgendwie... Also er bräuchte ein bisschen mehr Mana. Ich glaube, Wits End können wir da runternehmen. Wits End würde ich woanders raufschmeißen, glaube ich. Definitiv. Und dann ihm lieber ein Mana-Item geben. Mein Problem ist halt, ich bin noch Level 6. Ich habe das Gefühl, wir sind mit Level 6 noch relativ low. Ich nehme mir ein blaue Unit. Die Waffe ist mir egal. Wir wollen nur den Gegenstand haben. Ne? Okay, ich habe 20 Gold. Ich kriege mal ein bisschen mehr Gold durch Pilfer. Ne? Da haben wir ein bisschen mehr Gold hier drin. Ja, ein Gold war es jetzt, aber... Okay, bitte ein gutes Mana einem. Please. Lichbane. Ja, bitte. First thing after each ability cast deals übelst viel Damage. Oh ja. Und das packe ich auf Shyvana einfach mal. Weil der Hitze Holder auf 35% All Magic Damage stellt. Ja, komm. Also wenn ihr jetzt castet... Macht der nächste Attack super viel Damage, oder wie? Ja, 130, glaube ich, hat er gemacht. Wir haben in diese Backline wieder reingesniped, hat der Lümmel. 12.000 AP hat die Dame hier. Die hat so viel Self-Heal, ne? 2 Gold. Ne, nehmen wir nicht mit. Mir fehlen immer noch 2 Zillion. Na, ich muss jetzt aber wieder langsam rollen. Obwohl, wisst ihr was? Ich glaube... Man, langsam müssen wir den erfinden, oder? Immerhin haben wir den Nico noch. Die muss auch noch auf 3. Okay, wir bleiben erstmal so. Und dann würde ich Level 8 gehen. Mit mehr Preservern, glaube ich. Ich glaube, Preserver sind Kings. Ich glaube, so ist gut. Weil ihr müsst überlegen, wir haben mehr Mana dadurch, ne? Das heißt, mehr Cast, mehr Healing. Für die Shapeshifter auch. Das könnte ein Loss werden hier. Außer wenn der Bombe trifft, jetzt ein Carry. Tut er. Ja. Und jetzt haben wir noch eine Nico mit... 12.000 HP. Ja, das ist ekelhaft. Das ist das ekelhaft, Leute. Nice. Zillion, hallo. Okay, war das hier drin? Nice, ne Nico. Weil wir gerade jemanden getötet haben mit Nico. Ja. Aber Nico gibt sehr, sehr viele, ne? Ich brauche noch 2, aber es sind so viele schon weg aus dem Pool. Und einen Zillion brauchen wir. Ich kaufe diese Zweier-Units, damit weniger im Pool sind. Eine höhere Chance auf Nico dadurch. Remover. Random Effect. Reforger.
Sind sie das hier? Ah, das reporten wir, glaube ich. Obwohl. Wir können es hier mal drauf lassen. So. Leute, Zillion ist einfach nicht vorhanden. Ich glaube, den gibt es nicht. Ist eigentlich ganz geil. Die Shyvana geht einfach in die Backline und räumt da ein bisschen auf. Ne? Oh, sie ist dead. Blöd. So, ich finde den Dreier Zillion nicht. Das ist nicht gut. Mir fehlt Zillion 3, Leute. Oh, Ascension geht nicht durch. Rip. Mir fehlt Zillion 3. Gegen den habe ich vorhin auch schon verloren. Ich roll jetzt runter, glaube ich. Ich werde auf jeden Fall jetzt rollen. Der Shapeshifter 6. Oh, da ist er ja. Arkan mit rein. Chrono. Preserver lieber oder Chrono ist die Frage. Das Problem mit Nico ist, es gibt so viele Nico-Spieler hier. Also wirklich sehr viele. Ich weiß nicht, ob wir da was finden. Und ich habe jetzt so viel Gold ausgegeben für mein Zillion, ne? Ein bisschen Mana wäre noch gut auf dem. Ich überlege, ob ich diese Shyvana-Items rerolle. Die sind wirklich nicht so geil. Ne. Leute. Die erste Unit, die ich gerade getötet habe, war eine Briar. Okay, ich reforge die Dinger. Vielleicht kriegen wir was Gutes. Ein Jewel. Und Manager 4. Ich weiß, es wären gute Items für... Für Morgana beides, ne? Wie dumm, ich habe gerade einfach eine Briar zuerst getötet und die bekommen. Schon nice. Briar ist dead, aber ist nicht so wild. Habe ich nicht gerade eben schon gegen den gespielt? Oder spielt einfach jeder gerade Shapeshifter in der Runde? Bin wirklich verwirrt. Das Gute ist halt, meine Nico ist wirklich gefühlt an Klippel, ne? Ah, der hat auch einen Nico. Ich brauche noch zwei Stück, aber ich glaube, zu viele weg. Es gibt zu viele. Ich werde sie nicht auf drei kriegen, glaube ich. Nico 2. Nee, es gibt nur noch einen. Es gibt nur noch einen Nico-Spieler. Ich nehme Witchcraft mit. Dann habe ich nämlich Witchcraft für Nico. Da müsste ich sie doch kriegen, theoretisch. Spielen wir die hier noch jemals wieder? Witchcraft. Vier Kost suchen wir nicht. Bitte. Da ist noch eine. Leute, ich bin immer noch Level 7. Na, ich bin echt schwach. Weil wir die Nico leider nicht finden. Bin wirklich nicht stark. Level 3 Nico fehlt. Aber jetzt haben wir diesen Curse mit dabei von den Witches. Na, das ist sehr, sehr gut.
Das macht die Gegner kleiner und die haben weniger AP. Ist gerade die Legendary Unit in die Backline gelaufen. Ah, sehr gut. Schade. Oh, eine Nico. Please. Wir sind Top 4. Nehmen wir mit. Bitte, bitte, bitte. Oh. Oh. Habe ich den da die ganze Zeit dran gestanden? Ich glaube, ich habe gegrieft, ne? Gegen den haben wir gerade verloren, ne? Der ist sehr, sehr stark mit seiner Soraka. Mir fehlt so ein bisschen Damage, habe ich einfach gefühlt. Oh, warte, ich habe die Backline. Ah, knapp. Ich habe fast die Backline gerade getötet. Oh, die Soraka. Oh, Zillion, bitte. Noch eine Bombe da rein. Please. Yes. Yes. Zillion hat die Soraka gekillt. Und Nico wird auf jeden Fall jetzt Ascension machen. Ach, hat sie schon. Knappe Runde, aber wir haben's. Und das ohne Nico 3, ne? Und ich bin immer noch Level 7, Leute. Guck mal, es muss doch langsam den Nico geben noch. Guck mal, der hat 2er Nico. Es gibt auf jeden Fall genug im Pool. Definitiv. Aber nicht für mich. Na, es gibt genug, aber nicht für mich. Wir dürfen leider nicht. Und die Items hätte ich gerne auf Shyvana drauf. Auf Morgana. Please, Game. Bitte, 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 bitte. Oh. A Clone. Wer will denn einen Klon haben? Und du vielleicht? Machen wir mal davon einen Klon. Boah, das gibt's nicht, ne? Mir fehlt dieser eine Nico. Und es sind noch so viele im Game drin. Oh, das tut weh, Leute. Das tut richtig weh. Vielleicht töten wir jetzt aber einen Nico. Als First Unit oder sowas. Aber ich muss sagen, so doppelte Shyvana ist schon nice, ne? Na, ich glaube, dieses Schild ist nämlich besser auf dem Bart aufgehoben. Sehr schön. Leute, wie kriegen wir jetzt einen Nico? Der hat 16.000 Damage gedealt, mein Zillion. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Warte, was habe ich jetzt gekriegt? Mist, ich habe kein Gold. Ein Ding der Möglichkeit. Wir kriegen diese eine Unit nicht. Ich wäre Level 8 schon, ne? Ein Geist gegen den wir spielen. Ich wäre, glaube ich, schon Level 8. Ich meine, es sind alle Level 8, Level 9. Ne? Level 18 sogar. Ja. Und immerhin habe ich Zillion 3 bekommen.
Bitte. Es ist. Ich glaube, sie ist einfach nicht mehr im Pool. Ich meine, der hat nur. Ah, der hat eine gefunden. Nein. Okay, der Kollege hat eine gefunden. Die sehr weh tut. Okay, ich meine, der hat rumgeswappt, ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Obwohl, der wird meine Nico jetzt fokussen, ne? Ist vielleicht doch schlimm. Mal sehen. Sehr gute Bombe wieder auf die Backline. Wunderbar. Vielleicht kann der Silien smurfen. Ja, das wäre jetzt nämlich böse. Ah, Shyvana ist in der Backline drin. Oh, die Bombe. Oh, die Bombe. Ich meine, wir verlieren, aber nicht hart. War okay. Leute, wo ist denn bitte meine Nico? Okay, der spielt gegen meinen Geist, oder? Hat aber gewonnen. Die wird sowas von genommen werden, ne? Ah, sowas von. Yes. Oh. Finally. Oh, ich habe bestimmt 100 Gold in diese Nico reingesteckt. Bestimmt 100 Gold. Children breaks. Reforged Remover. Brauchen wir nicht. Ich glaube, wir bleiben so stehen. Glaube ich, okay. Jetzt haben wir Nico 3, Leute. Finally. Ein bisschen gedauert, aber wir haben sie. Und wie viel AP hat der Lümmel jetzt? Warum hat die vorhin so viel AP gehabt? Ach so, wegen Dings Ascension. ...17.000 HP, Leute. Die Dame hat 17.000 HP. Und die Shyvana hat so viel Damage gemacht. Und ich glaube, die Shyvana hat Damage gemacht hierdurch. Weil sie das hier bekommt. Glaube ich. Ah, soll ich das... Das Item wäre trotzdem besser auf dem Tank eigentlich, oder? Naja. Combat Charm. Mist. Kein Gold für Combat Charm. Wir spielen gegen den Soraka-Typen. Wir bleiben einfach so. Das Ding ist, ich muss halt alles umstellen. Die Nico darf halt, muss halt alleine bleiben. Wir hoffen, dass Zillion smurft. Dann gewinnen wir. Also, sobald Zillion seine Bombe in die Backline wirft, haben wir gewonnen, theoretisch. War eine gute Bombe. Noch eine Bombe in die Backline, bitte. Okay, wir müssen irgendwie, dass diese Nico länger überlebt. Na, die muss auf jeden Fall überleben. Und der hat... Ah, Leute, der hat bald seinen Cash-Out, ne? Also die muss alleine sein. Auf einer von den beiden Seiten. Oder ich stelle sie weiter nach hinten. Das wäre auch in Ordnung, ne? Dann hat sie halt dieses Doppel-Solaris nicht, aber... Wäre, glaube ich, trotzdem okay. Die Units sind natürlich ein bisschen mehr. Mittens. Wer will denn das kriegen? Aber der Lümmel?
Ich habe es mal ein Stück zurückgelegt, vielleicht ist es besser. Das ist mit die beiden tanken hier. Aber wenn Silje nicht in die Backline wirft, habe ich leider, glaube ich, keine Chance. GG's. Cool. Aber Leute, das wäre unglaublich viel AP von der Nico. Ja, wenn ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.